Moin, moin Leute, heute zu einem weiteren Video. Heute haben wir neue Map sowie die neuen Charaktere vorgestellt bekommen. Wir starten auch direkt in den Trailer. Nach dem Trailer werde ich eine Trailer-Analyse machen, wo wir Schritt für Schritt den Trailer durchgehen werden. Dann fangen wir auch mal direkt an. Das kennen wir schon. Sorry to bother you, ma'am, but have you seen this girl by chance? She went missing around here. Name's Maria. Why don't you come on inside and have a seat? Let me get a better look. You sure? I don't want to intrude. Oh, nonsense. I wouldn't hear of it. Come on in, sweetie. Oh, now would you look at that? Ain't she a pretty little thing? Is this your sister? Girlfriend. And I'm getting pretty worried about her. That's just horrible. You want some of this here tea, honey? It's fresh. No, thank you, ma'am. I'm in a bit of a hurry, if you don't mind. Oh. Well, you know what? I think I do recognize her. Yeah. She come around here sticking her pretty little nose where it don't belong. You ain't never gonna find her. And they ain't never gonna find you. Ja, das ist doch mal ein sehr interessanter Trailer. Gucken wir mal, ob ich hier mit Stückchenweise mit meinem Browser durchskippen kann. Gehen wir mal. Hier haben wir den ersten Blick, wahrscheinlich auch vorne von der Map. Das hat man auch schon in dem allerersten Teaser-Trailer gesehen. Hier sehen wir einen Brunnen, mit dem wir wahrscheinlich irgendwann später runterspringen können. Hier hinten wird ein Ausgang, denke ich mal, sein, in irgendeiner Art und Weise. Wie wir den öffnen, ist noch nicht ersichtlich. Wir haben auf jeden Fall sehr viele Sonnenblumen hier, wo man sich sehr gut drin verstecken kann. Das wird sich dann herausstellen, wie im weiteren Verlauf da alles ist. Dann gehen wir mal, so gehe ich zu weit vor. Da sehen wir unseren neuen Charakter, den Danny. Jetzt haben wir noch ein bisschen besseren Blick auf vorne. Hier haben wir auf jeden Fall einen Spalt, wo man durchkriechen kann, als Survival. Hier, wie gesagt, der Brunnen. Sehen wir dann noch irgendwo etwas, was interessant ist. Gucken, wie der Ausgang, ob man irgendwie eine Tür ist, die man irgendwann woher schaltet. Das muss man gucken, ob da nur eine Generatortür ist. Aber Danny muss da ja irgendwie reingekommen sein. Hier haben wir leider noch irgendwo einen anderen Blick. Hier haben wir das Haus von außen. Hier haben wir das Erdgeschoss. Hier muss es auf jeden Fall eine Dachboden geben. Nicht sogar eine zweite hat, weil ich meine, im einen Bild hat man sowas Ähnliches gesehen, außer das ist dann eine Treppe, die nach unten führt. Ja, Danny an der Tür. Halt schon alles durch das Teaser-Video bekannt. Hier haben wir Nancy. Beide Skater sehen optisch und stylisch sehr gut aus. Das ist schon mal sehr gut gemacht. Stück weiter. Hier zeigt Danny jetzt gerade ein Bild seiner Freundin. Das ist Maria Flores, das ist die Schwester von Anna Flores. Damit man da mal ein bisschen storytechnisch Hintergründe hat,
Anna ist auch zu der Familie gegangen, weil sie halt ihre Schwester Maria Florian suchen lässt. Das gleiche macht jetzt Danny. Danny ist aber direkt zu Nancys Haus gegangen. Und die Anna ist meines Wissens zum Familienhaus gegangen. Da guckt sie ihn schon scharf an und weiß direkt, ah, da ist was. Hier haben wir einen Pixelfehler oder dass das Brillengestell darstellen. Wahrscheinlich ja. Oh mal, das ist, weil es halt nur animiert wurde alles. Da macht Nancy ihm jetzt die Tür auf. Ja, das könnte der Essbereich sein der Wohnung. Kriegen wir zurück in der Seite drinne. Also, man sieht hier schöne Bilder von der Familie. Hier ist so eine Abspülung. Hier in der Ecke wird man sich wahrscheinlich gut verstecken können, wie es mir scheint. Dass es dunkel ist. In der Küche hat man so noch nicht die Ecken. Die Beleuchtung ist aber sehr gut. Hier sieht man direkt Maria Flores in Großaufnahme. Nee. Neben einer Texas News Seite. Und Gun Law, der Spiele-Publisher. Da hat man noch was mit Maria Flores. Wir haben auch Flores, hi, 5,7 Inch. Weit 120 LPS, 21 Jahre, vom Anfield, Texas. Das 27. März. Nancy in der Küche, Nancy fragt erstmal ein bisschen. Genau, wir noch ein bisschen was vom Haus sehen. Genau, hier sieht man noch ein bisschen was vom Haus. Das Fenster. Die Frage ist, das jetzt hinten vorne. Das wird mal rausfinden. Aber so von der Optik her, vom Haus, sieht das schon mal sehr schick aus. Hier hinten auch noch so eine schöne dunkle Ecke. Ich denke mal, hier kann man sich vielleicht auch verstecken, wenn wer hier rechts irgendwie von den Killern ist. Aber das war jetzt nicht viel zu sagen. Hier auf jeden Fall hier in der Ecke. Kann man sich gut verstecken, wenn hier ein Killer in der Küche rumrennen ist? Nehmen wir die Seite, andere Seite noch vielleicht. Einen schönen Shot. Nehmen wir hier. Muss auch irgendwas sein hier direkt vorne. Sonst würden wir da gar nichts so gesehen. Hier sieht man ein bisschen links die Ecke an dem Regal. Viel sieht man da jetzt nicht. Auf jeden Fall interessant wird auf jeden Fall draußen der Bereich. Da hat man schon ein paar schöne Stellen gesehen. Da geht Nancy gerade an ihr Regal. Da schön in das Foto mal ran. Da sehen wir Nancy. Wenn ich mich nicht ganz irre von der Lore technisch, ist Koch ihr Mann. Das heißt, wir haben da schon mal die Verbindung von Nancy und Koch. Wenn ich mich da jetzt gerade irre, dürfte mich gerne Lündchen oder aufhängen und mit Bubba durchsägen. Das dürfte gerne. Aber ich meine, so sollte die Lore, weil die vom Alter auch zusammenpassen. Hier unten haben wir auch noch irgendwie ein Bild, aber das ist schlecht zu erkennen. Hier die Kamera, mit der wurde das vielleicht aufgenommen, den in den Jahren, wo das Spiel spielt. Da holt Nancy ihren Hammer raus und versucht erstmal Danny zu erschlagen. Danny merkt es und blockt den Angriff ab oder auch nicht. Er hat das auf den Kopf bekommen. Steht danach noch, das ist auch sehr respektabel. Hier, wir sind hier im Erdgeschoss, da sieht man eine Terrasse, Terrassentür, die wird bestimmt möglicherweise absperrbar sein, das heißt, man kann hier wohnen und direkt raus. Weiter sieht man aber, doch, das könnte hier oben
Das Schloss Seifen Koch. Hier kommt man in den Keller runter. Hier hat man einen Schrank. In den kann man sich jetzt nicht verstecken. Hier haben wir einen Durchgang hier vorne. Ja, hier ist was. Das ist aber jetzt. Könnte also die Wand. Die Wand. Hier hängt ein Bild, wie es aussieht. Und hier ist dann ein Durchgang. Ein offener Durchgang, wohlgemerkt. Ich kann man nicht von einem ausschalten. Hier haben wir Lichtschalter. Das wäre auch interessant, ob man von dem Gebäude ein Sichtlicht ausschalten kann. Da retten wir Danny. Da sieht man gleich. Genau, hier hat man. Das könnte genau, er rennt hier lang. Da ist die Terrasse. Hier ist dann auf der Seite auch nochmal ein Durchgang nach draußen. Und hier geht er durch. Hier heißt, diese andere Tür wird voraussichtlich offen sein. Weil die Beeten passen nicht ganz übereinander. Hier grün und dann auf einmal dieses Muster. Ich bin in einen ganz anderen Raum reingerannt und dann von da aus raus. Das muss man wirklich also im fertigen Spiel sehen. Vielleicht gibt es ja demnächst einen Map Overview irgendwo schon zu sehen. Hier kommen wir jetzt raus. Das ist auf jeden Fall mit der interessanteste. Wir am besten sehen alles. Da hinten sehen wir gerade den Koch mit der Julie. Hier auf jeden Fall sehr viel Gebüsch. Hier kann man nicht rein. Frage, wie weit ist es hier hinten offen? Hier kann man wahrscheinlich hin. In dem Bereich muss man auch eben hinkommen, weil hier ist offen. Und da ist der Koch. Da vielleicht ein Ausgang in dem Bereich. Hier haben wir einen Schuppen. Haben wir dann noch irgendwo eine schöne Ecke? Ja. Aber wie scheint, wenn ich mir so angucke, ist Danny irgendwo oben rausgegangen. Das ist nicht unten, Erdgeschoss. Das ist höher gelegen. Dann muss das Haus, wie es aussieht, zwei Etagen haben. Aber wie kommt Danny von oben dann da runter? Hier sind wir Koch. Hier sieht es aus wie eine Tür. Da können, da ist irgendwann ein Zaun abgesperrt. Wird aber da an dem Zaun irgendwo ein Ausgang sein. Hier sehen wir Zauni. Zauni rennt, oh, das sieht auch schön aus. Ein Skelett auf einem Sitz. Hier ist auf jeden Fall der Keller des Hauses. Da sehen wir direkt an den Türen. Das sind diese Kellertüren, die wir überall kennen. Da haben wir so einen langen Tunnel mit Hitchhiker hinter ihm. Dann da sehen wir schon mal den Garten unten. Hier Anna Flores. Hier haben wir einen Brunnen. Ich muss glaube ich den Schotter mal sehen. Sehen wir den Brunnen da auch irgendwo? Nicht so aus. Das ist auf jeden Fall ein anderer Shot. Hier haben wir eine Leiter. Da kommen wir halt von oben, kommen wir über die Leiter nach unten. Dann ist die Frage, ist die irgendwie abgesichert oder ist hier an dem Gate? Das ist wahrscheinlich dann das Haupt im Haus in den hinteren Gartenbereich, ein Schloss. Weil hier sieht man auch über das Gate, das ist hier ist es noch zu. Dann kommen wir hier von, gut, dann ist es so getrennt. Dann ist es von der Größe her scheint es dann ein bisschen Richtung Family House, aber auch nicht Richtung Schlachthaus. Und das scheint auch ein bisschen mehr offen zu sein, das heißt, man hat mehrere Möglichkeiten nach draußen zu kommen. Das könnte eine sehr, vom ersten Blick, eine sehr balancierte Map sein. Da kommt ein Leatherface. Hat natürlich die Anna sofort erwischt. Ja, Moment. Ah, da ist ein Gitter. Hier sehen wir die Stromkabel auf jeden Fall.
heißt, wenn wir hier rauskommen, kommen wir hier links, oder wenn wir direkt zu einem Gitter hinkommen. Das ist schon mal schön zu wissen. Dann haben wir hier direkt einen Ausgang. Jetzt ist halt die Frage, wie öffnen wir den? Ist das eine Batterie? Ist das ein Generator? Das kann man da Ringbild sehen, ob da irgendwo was ist. Ja, das ist halt, das ganze Bild müsste nach links rüber geschenkt sein. Könnten wir uns vielleicht sehen. Gehen wir mal ein Stückchen weiter. Ja, hat Sony den Kellerausgang gefunden. Der ist leider noch zu. Der sieht sehr weiträumig aus. Nach rechts hat man Luft, nach links hat man Luft. Das ist die Frage, ist der allgemein größer, dass man den nicht mehr blockieren kann? Das irgendwo Bild. Sony gerade aufgeschlitzt. Hier haben wir die Conny, die rennt gerade im Haus aus der Garage raus. Oder versucht es zumindest. Wie wir es ja schon gesehen haben, wird die es leider nicht schaffen. Da ist auf jeden Fall eine Tür. Die Schiebetür wieder. Schiebetüren, die gefallen mir an sich nicht unbedingt. Aber wobei, für Killer sind die gut. Die können eigentlich so vor der Nase zugeschlagen werden, sodass man halt umgenockt wird. Aber für Victims sind sie ja nicht so schön, weil sie laut sind und man sofort hört. Ist so wie die Schiebetür auf dem Schlachtraum. An sich hört man sie, wenn man vernünftig hinhört, aber oft wird sie überhört. Jetzt ist halt die Frage, geht das da in den Keller runter oder in irgendeiner Art und Weise ins Haus rein? Kann man jetzt leider nicht sagen. Da ist natürlich die Sissy sofort, jetzt ist Conny sofort erwischt. Jetzt sehen wir ein Bild von draußen auch mit kleinen Schuppen. Jetzt ist halt die Frage, hat dieser Schuppen irgendeine weitere Bedeutung? Hier haben wir auf jeden Fall ein Auto. Wahrscheinlich kann man da durchs Auto wieder durch die Türen durchkrabbeln. Oder sich irgendwie vorne hinten im Kofferraum. Das könnte der Kofferraum sein, der ist aber offen. Das heißt, man wird sich da nicht verstecken können. Aber da wird man irgendwie rein können. Hier hat man sonst auf dem Bild keine guten Versteckmöglichkeiten. Aber mal kurz zurückgejumpt. Vielleicht kann man hier rechts noch irgendwo was zum Verstecken. Hat doch gesehen, wo die Sissy. Man sieht es nicht so richtig, wo die Sissy daherkommt. Aber hier könnte einmal eine Tool-Station sein, weil das ist doch ungefähr der richtige Tisch dafür, für die Dietriche. Weiter. Dann haben wir wahrscheinlich in dem Haus den nachfolgenden Kill, wo ein Johnny den Leland erwischt. Da haben wir einen Herd, da haben wir eine Kühl. Hier haben wir eine Tiefkühlbox, wo man sich drin verstecken kann. Hier haben wir einen Schrank. Da haben wir in dem Raum gleich zwei Sachen, wo man sich drin verstecken kann. Außer der ist jetzt nicht zum Verstecken, aber ist auch mal sehr interessant, in einem Raum voraussichtlich zwei Sachen zum Verstecken. Da haben wir die Tür, also auf jeden Fall so ein Schuppen. Bin jetzt am Verstecken. Das war's auch schon. Der Patch, der wird uns auf jeden Fall dann am 11. November 28, also November 28, werden wir den bekommen. Bei uns hier in Deutschland voraussichtlich der 29. Dann, wenn euch gefallen hat, diese kleine Teileanalyse von der Map, finde ich ein sehr schönes Bild. Hier sehen wir wirklich den Danny. Auf jeden Fall, der Trailer sagt einen auf jeden Fall, was das Haus einem nicht vermuten lässt, dass wir hier zwei Etagen haben werden. Erdgeschoss, erstes Obergeschoss und den Keller. Dann, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da, abonniert und
Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, macht es gut, macht es besser.